multiresistente Erreger oder sogenannte MRE sind Bakterien vorwiegend aus der eigenen Haut- und Darmflora, welche widerstandsfähig gegen bestimmte Antibiotika sind. Eine solche Resistenz oder Widerstandsfähigkeit kann zum Beispiel infolge häufiger Antibiotikatherapien entstehen. Zur Diagnose MRE kommt es meist im Rahmen einer stationären Behandlung. Wenn wir bei der Aufnahme eines Patienten feststellen, dass sogenannte Risikofaktoren vorliegen, das kann zum Beispiel eine kürzlich erfolgte Antibiotikatherapie sein, dann entnehmen wir einen Abstrich. Mit diesem können wir feststellen, ob der Patient ein MRE trägt. Im Alltag muss der Patient in der Regel keine speziellen Dinge beachten. Sollte er jedoch engen Kontakt zu einem abwehrgeschwächten Angehörigen haben, kann es eventuell sinnvoll sein, bestimmte Hygienemaßnahmen mit dem behandelnden Arzt zu besprechen. Falls ein Klinikaufenthalt notwendig wird, ist es hilfreich, das medizinische Personal zu informieren. Dieses leitet dann gegebenenfalls spezielle Hygienemaßnahmen ein.